Wir sind fast fertig mit der Diskussion zur Server-Side-Programmability. Es fehlt uns noch ein Aspekt, es fehlt uns noch die Frage, wie wir mit Zustand umgehen sollen. Sie erinnern sich, HTTP ist als Protokoll seinem Entwurf, seinem Design nach ein zustandsloses Protokoll. HTTP legt keine feste Assoziation zwischen einem Client und einem Server fest. Das ist jetzt für Anwendungsentwicklung möglicherweise eine Herausforderung. Wie baue ich Anwendungen, bei denen ein Server mit einem Client iterativ immer wieder hin und her irgendwelche Daten, Informationen, Anfragen austauscht und das aufeinander aufbauen soll? Auf der Serverseite ist das ja per se erstmal einfach, nicht? Sie haben kein größeres Problem, wenn Sie sowieso schon eine Datenbank haben. Die ist ja dazu da, Zustand zu halten. Naja, kein Problem. Sie legen den Zustand, den Sie sich anlegen möchten als Server, das, was Sie sich für einen Klienten merken möchten, in Ihre Datenbank. Möglicherweise haben Sie eine eindeutige Client-ID oder Sie würfeln sich irgendeinen Hash aus oder eine Zufallszahl, die Sie benutzen können, um den entsprechenden Client oder seine Folge von Anfragen zu identifizieren. Kein Problem. Die Frage ist, wie stellen Sie die Assoziation sicher? Wie wissen Sie als Server, als Web-Framework, welcher Client zu welchem Zustand gehört? Jetzt könnten Sie eine Sache machen und die würde ich Ihnen gerne aufzeichnen. Jetzt könnten Sie versuchen, sich auf persistente, andauernde Verbindungen zu verlassen. Das würde ungefähr so aussehen. Persistente Verbindungen würden Folgendes bedeuten. Sie haben Ihre mehreren Klienten, C1, C2, machen wir noch ein C3. Sie haben Ihren Webserver, der irgendwie mit einem Web-Framework redet. Ich lasse das dazwischenliegende Interface jetzt hier mal weg. Und jetzt haben Sie hier eine Folge von Interaktionen. Und das machen die anderen auch. Und aus dieser Folge von Interaktionen hier entsteht Zustand für C1. Und die Frage ist, wenn Sie sich das anders einzeichnen, Sie haben Ihren C1, Ihren Webserver, Ihren Webframework. Der Webserver spielt hier fast keine Rolle. Sie haben hier Ihren Request 1, der hier ankommt und der hier dafür sorgt, dass wir State 1 für Client 1 haben. Sie schicken irgendeine Antwort und Sie schicken eine Antwort und auf das hier kommt ein zweiter Request an. Wie sehen Sie diesem zweiten Request an? An dieser Stelle müssen Sie sich am Kopf kratzen. Wie sehen Sie diesem Request an, dass er sich auf diesen Zustand S1 bezieht? Woher wissen Sie das? Persistente Connection meint, das machen Sie, indem Sie alle diese Interaktionen hier innerhalb einer einzelnen, typischerweise TCP-Verbindung abhandeln. Sie sehen sofort, dass das problematisch ist, wenn Sie hier den Webserver damit im Spiel haben. Nicht, was passiert hier mit einer TCP-Verbindung? Das funktioniert eigentlich gar nicht so richtig gut. Das kann man irgendwie noch zusammenbasteln und tricksen. Wenn Sie kräftig dagegen treten, dann kriegen Sie das noch irgendwie zusammen. Sie können so ein TCP-Forwarding machen. Schön ist anders. Aber das funktioniert sowieso nicht. Das funktioniert deswegen nicht. Was würde denn passieren, wenn Ihr Client hier sich trennt, hier wiederkommt? Das ist immer noch C1, aber zum Beispiel mit einer neuen IP. Mit einer neuen IP-Adresse. Zum Beispiel, weil er sich von der Uni nach Hause bewegt hat, jetzt im anderen Netz ist und dort mit einer neuen IP-Adresse auftaucht. Ja, hat sich was mit TCP. Ne? Das ist dieses TCP wird das nicht wiedererkennen. Dieses Paket werden Sie, egal ob Webserver oder Webframework, nicht als zu dieser vorher existierenden TCP-Verbindung identifizieren, zuordnen. Also,
Persistente TCP-Verbindungen ist eine Möglichkeit, das zu tun, wenn Sie sich sicher sein können, dass Ihre Clients stabil sind, keine Identität ändern, keine IP-Adressen sich ändern, es nicht zu längeren Timeouts kommt und so weiter. Und wenn immer ein Satz anfängt, wenn Sie sich sicher sind, dass, also gehen alle Alarmglocken los, Sie sind sich nie über irgendetwas sicher. Wenn Sie einen ordentlichen verteilten Systementwurf machen, dann ist das das Einzige, wessen Sie sich sicher sein können, dass Sie sich über nichts sicher sind. Hier solche absurden Dinge zu unterstellen, IP-Adressen ändern sich nie, ist genau das. Es ist absurd. Also, das können wir alles vergessen, das bringt alles nichts. Wir brauchen eine Lösung innerhalb von HTTP. Wir können uns nicht auf irgendetwas in unterliegenden Schichten verlassen. Da weiß der Himmel, was da schief geht. So, jetzt sage ich hier was ganz Komisches, nicht? Ich sage, ich will eine Lösung für ein Stateful-Problem in einem Stateless-Protokoll. Ja, das Protokoll kann es mir nicht leisten, es kann mir aber Informationen transportieren dazu. Naja, und die Idee ist jetzt eben relativ simpel. Ich lasse das Web-Framework weg, das reicht sowieso, den Web-Server weg, das reicht mir sowieso nur Daten durch. Die Idee ist relativ simpel. Sie schicken hier einen Request. Sie legen sich hier entsprechend Zustand an. Sie haben hier S1 für Client 1 mit irgendeiner Identifikation, ne, mit irgendeinem Tag für S1, sodass Sie unter Vorlage dieses Tags den Zustand wiederfinden können. Zufallszahl, Hashwert, was auch immer. So, und jetzt schicken Sie das hier in ihrem Reply zurück. In ihrem Reply, den eigentlichen Reply und diesen Tag. Mit der Aufforderung, lieber Client, verabredungsgemäß, obwohl wir hier ein HTTP als zustandsloses Protokoll nehmen, lieber Client, du merkst dir diese Information. Und wenn dann der Client wieder die nächste Anfrage schickt, ist die Verabredung zwischen Client und Server, dass genau diese Information wieder vorgelegt und mitgeschickt werden muss. Wenn Sie sich also hier am Kopf kratzen, sind Sie jetzt in einer anderen Situation. Sie können dieses Tag benutzen, um genau diesen Zustand S1, den Sie sich abgelegt haben, wiederzufinden und zum Beispiel S1 zu einem S1' zu verändern. Und wieder würden Sie in dem Reply das entsprechende Tag zurückschicken. Und wenn wir zu dem Tag noch Cookie sagen, dann erkennen Sie dieses Konzept auch wieder. Damit haben wir also eine Idee entwickelt, um Zustandsbehaftetheit in einem WWW-Kontext mit einem zustandslosen Protokoll zu unterstützen. Das ist die Idee der Cookies, einer Information, die der Client dem Server wieder vorlegen muss, wenn er sie zuvor von dem gleichen Server bekommen hat. Tatsächlich ist das Konzept etwas allgemeiner. Sie können in einem Cookie im Prinzip eine beliebige Information ablegen, einen Textring, eine Bitfolge, die zunächst einmal vom Server an den Klienten übergeben wird, wie auf der Skizze da gerade dargestellt, die der Klient, der Browser, sich merkt. Und die Verabredung ist, dass der Browser an den Server wieder den Cookie vorlegt. Es ist etwas allgemeiner. In dem Cookie kann eine Domain spezifiziert werden, an die dieser Cookie wieder vorgelegt werden soll. Es muss nicht der identisch gleiche Server sein. Also zum Beispiel könnte in dem Cookie stehen stern.unipaderborn.de, sodass, wenn der Browser wieder irgendeinen Rechner der Uni Paderborn kontaktiert, würde der entsprechende Cookie vorgelegt werden. Sie können das auch einschränken auf entsprechende Pfadübereinstimmungen. Das spielt keine Rolle, da ist Gestaltungsspielraum. Das hat natürlich für den Server viele Vorteile. Sie können sogar, anders als auf der Skizze, komplett auf Serverseite darauf verzichten, irgendeinen Zustand anzulegen. Wenn Sie den Cookie nur groß genug machen, legen Sie den kompletten Zustand in den Server und in den Cookie und legen ihn dort ab.
sodass sie auf Serverseite überhaupt gar keinen Zustand sich mehr merken, sondern es direkt übergeben. Also sie speichern tatsächlich den Applikationszustand beim Client. Wir hatten diese Diskussion schon in einem früheren Video, als es darum ging, wie wir zustandslos versus zustandsbehaftet übergeben. Wenn diese Cookies zu groß werden, sind sie dafür nicht mehr geeignet, um in jedem Request-Reply ausgetauscht zu werden. Sie sind aber zur Identifikation von Teilnehmern, zur Identifikation von Zustand auf Serverseite sehr, sehr gut geeignet. Ja, es gibt natürlich Alternativen. Sie können zum Beispiel Informationen auch in komplexe URLs ablegen. Paul macht das zum Beispiel. Sie können in einer URL wiederum entsprechende Hash-Zufallszahlen, was auch immer, ablegen, die eine ähnliche Funktion einnehmen können. Allerdings hat das Schwierigkeiten, wenn Sie die URL von einem Browser in den nächsten beispielsweise kopieren und damit einen Sitzungskontext direkt wieder identifizieren können. Paul hatte am Anfang genau das Problem, sodass sie Paul-URLs nicht verschicken konnten. Das ist inzwischen allerdings zum Glück gelöst. Ja, Cookies an sich sind als Idee völlig plausibel, sind völlig nützlich, aber es gab doch reichlich Missbrauch davon. Sie kennen die ganzen Diskussionen über Third-Party-Attacks, über Cookie-Weitergabe. Im Kontext der DSGVO ist es ja nahezu schon de rigueur und nur noch sinnvoll, alle Cookies immer abzulehnen, wenn sie nicht völlig sich dem Netz ausliefern wollen. Was im Umkehrschluss wieder die Cookies in ihrer Nützlichkeit hinterfragt, ob wirklich die Unterscheidung zwischen immer nützlichen Cookies oder immer notwendigen Cookies so ganz klar ist, sei dahingestellt. Da kann man auch wiederum als Nutzer nur vertrauen, dass der Server das richtig einstuft und Ihnen keine Fehlinformationen über seine Cookies vorlegt. So viel dazu. Lassen Sie mich dieses kleine Video hier noch abschließen mit einem ganz kleinen Ausblick. Sie haben sicherlich gesehen, dass es auch für die Serverprogrammierung reichlich Optionen gibt. Es gibt viele Möglichkeiten, was Sie da tun können. Allerdings ist auch wieder jedes Projekt unterschiedlich. Jedes Framework hat seine Stärken und Schwächen. Glauben Sie nicht allem, was Sie im Netz lesen. Glauben Sie nicht jedem Forumsbeitrag. Glauben Sie nicht, was Ihre Wettbewerber Ihnen erzählen. Glauben Sie Ihren eigenen Erfahrungen, aber auch die mit einer Prise Salz, mit einem Körnchen Salz. Auch das dürfen Sie nicht unbedingt wahrnehmen. Achten Sie auf persönliche oder Teampräferenzen, aber auch das kann in die Irre führen. Andererseits bedenken Sie die möglicherweise signifikante Trainingszeit, wenn Sie in einem Team von Framework A auf Framework B wechseln. Vielleicht ist B wirklich besser, aber es ist deutlich anders und Ihrem Team nicht vertraut. In dem Sinne, bei solchen Entscheidungen fallen auch immer Projektmanagement-Entscheidungen, Projektmanagement-Aspekte mit an, die außerhalb des eigentlichen technischen Diskurses stehen und die eine rein technische Abwägung nicht immer möglich machen oder zumindest in ein weiteres Licht, eine weitere Komponente mit einbringen. Sehr schön. In diesem Sinne haben wir uns jetzt hier der serverseitigen Programmierung von Webanwendungen gewidmet. Das soll hierfür reichen. Im nächsten Video schauen wir uns an, was Sie auf der Client-Seite im Browser machen können. Und bis dahin danke ich erstmal fürs Zuhören.